Diese habe ich auch. Na, bis zu den letzten Staffeln. Die letzten Staffeln habe ich davon nicht gesehen, von DVD. Die letzten Folgen am besten ganz fernhalten. man kann ja mal eine Sauf-Challenge machen. Man schaut GOT und jedes Mal, wenn die Sex haben oder lang, trinkt man ein Likör. Als ich sehe, dass wir in Staffel 1 nicht überleben. Nee. Nie und immer. Nie und nimmer. Geil wär's, aber das habe ich auch schon bei Herr der Ringe versucht. Mal mit Frisches. Ich habe es aber auch schon bei Harry Potter mal mit was versucht. Es gibt ja auch diese Challenge zu Weihnachten. Du hängst eine Weihnachtsmütze links oder rechts am Film, also am Fernseher. Und immer wenn jemand diese Mütze da quasi aufhat, trinkt es einen kurzen. Die Challenge gibt es übrigens auch. Habe ich auch schon ausprobiert. Oder in einem Film jedes Mal, wenn sie saufen, selber mittrinken. Das letzte Mal, wo wir es gemacht haben, ich weiß nicht, wer von euch das an Silvester kennt. Da läuft dann ja immer Dinner for One. Falls, wie gesagt, falls das einer kennt, ist ja schon uralt Lavendel. Und Frutus und ich haben vor 2 oder 3 Jahren, ich glaube vor 3 Jahren war es. Nee, ich glaube sogar vor 4. Ich glaube, es war sogar vor 4 Jahren. Immer dann, wenn der Butler die Getränke eingegossen hat und dann getrunken wurde, weil die Gäste, die ja auf dieser Feier waren, sind ja alle schon verstorben. Und dann, immer wenn sie halt angestoßen haben und dann dieses Cheerio Miss Sophie kam, immer mitgetrunken. Alter, wir waren so breit. Das war ein geiles Silvester, aber wir waren so breit. Wir haben dann, glaube ich, bis kurz vor 0 Uhr auch nicht mehr viel getrunken, weil es war einfach. Und vor allem, wir haben so einen richtig ekelhaft pinken Schnaps getrunken. Das war richtig, aber es war cool. Es hatte was. City Sauf ist auch mega geil. Hier ist, wenn das Wort Majestät gesagt wird, muss wohl Schutz getrunken werden. Schade, das überlebt keiner. Nee. 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 Meinst du jetzt die Original-Sissy oder meinst du hier von Bully die Sachen? Na gut, beides würde man nicht überleben, davon ganz abgesehen, aber. Ich meine ja nur, wenn man 3 Filme durchhalten muss. Weil, ohne Witz, ich habe tatsächlich gerade erst die Filme gesehen. Ich wäre voll. Original Sissy, bei Bulli wärst du nur ein bisschen angetrunken. Na, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Da kann man auch eine gute Challenge draus machen, glaube ich. Aber Original Sissy ist schon hart. Also, der erste mag ja vielleicht doch gehen. Aber danach wird's hart. Danach wird's halt einfach nur noch hart. So. Verlies haben wir. Himmelsscherm haben wir. Buranim brauchen wir noch. So, ich muss jetzt einmal ganz kurz gucken, wo mir hier noch was fehlt. Deswegen, ich mache einmal kurz das Ding auf. So, und jetzt. Okay, tatsächlich da unten. Da fehlt das. Okay, das habe ich. Ah ja, und das da fehlt. Alles klar. Achso. Entschuldigung, das hatte ich irgendwie überlesen. Was hältst du von der Herr der Ringe-Serie? Ich weiß es noch nicht. Ich will mir aber auch noch keine Meinung bilden. Ich habe den Trailer gesehen.
Es gibt so das eine oder andere, was mich wahrscheinlich stören wird. Ich will mir aber nur nicht so viel Gedanken darüber machen, weil ich Angst habe, dass ich es mir selbst zerstöre vielleicht. Ich erwarte aber nichts Großes tatsächlich. Ich erwarte nichts Großes. Wenn es wirklich richtig geil wird, freue ich mich umso mehr. Sag ich einfach mal so. Der Trailer sah schon gut aus, aber ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Man kann halt echt viel falsch dran machen. Man kann viel, viel falsch dran machen. Kurz noch mit reingeschaut, aber nicht mehr lange. Ja. Tatsächlich war ich bei dem Auskommen was sehr Großes. Echt? Also, wie gesagt, bei mir ist es halt so, ich möchte nichts Großes erwarten, einfach um nicht enttäuscht zu werden. Weil falls es dann wirklich scheiße wird, ich glaube es zwar nicht, und ich hoffe es auch nicht, aber wenn es wirklich so kommen sollte, oder dass zum Beispiel die ersten Folgen gut sind und danach wird es halt scheiße. Ich weiß es doch nicht. Deswegen, klar freue ich mich irgendwo drauf, weil es ist Herr der Ringe. Ich weiß nicht, seit ich 7 bin, bin ich mega Herr der Ringe-Fan. Herr der Ringe war der Grund, weswegen ich mir ein Holzschwert und einen Bogen geholt habe. Also, ne? Ich hatte damals sogar ein riesiges Aragorn-Poster über meinem Bett hängen. Fangirl-Modus. Da ist es. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ich möchte mich da komplett überraschen lassen. Ich werde sehen. Mal sehen, was es wird. Ja, es geht um die Herr-der-Ringe-Serie, Daki. Weil Flamo gefragt hat, was ich von halte oder was wir von halten. Und ja. Wie gesagt, ich habe Bilder und den Trailer davon gesehen, aber ich weiß es nicht. Ich hoffe, es wird gut. Ich hoffe echt, dass es gut wird. Weil es gibt mehr Stoff dann für einen Herr-der-Ringe-Abend. Ich bin gespannt. Aber ich bleib da offen mit meiner Meinung. Weil ich hatte es zu oft, dass ich mit einer Meinung rangegangen bin oder mir schon vorher eine Meinung gebildet habe und am Ende fand ich es scheiße, obwohl es vielleicht gar nicht so scheiße war. Wenn ihr versteht, was ich meine. Falls ihr ein wo sollte jetzt diese eine Quest sein? Kann ich euch helfen. Da. Ich weiß, dass ich einige Fragen habe, warum ich Nekromantie aus. Sterne am Himmel, noch mehr Unterbrechung. Ist es wichtig? Ich überwache im Moment ein sehr wichtiges Experiment. Ich würde mich mega freuen, aber durch das den ganzen Hype wird sich echt in die Hose gehen. Die ehrlich sagen, aber die Erwartungen sind viel zu groß. Und genau das ist halt auch mein Problem. Die Erwartungen sind halt wirklich sehr groß. Sehr, sehr groß. Deswegen halte ich mich da sehr zurück, versuche auch gar nicht zu viel mich damit zu beschäftigen. Und klar denke ich öfters mal drüber nach, weil, ne? Aber mal gucken. Mal gucken. Wenn es mindestens so gut ist wie die Filme, dann bin ich happy. Ja. Über die an die Filme ranzukommen, ist schon ein gutes Stück Arbeit. Also wenn sie es richtig anstellen, kannst du durchaus was werden. Ja, der Ringabend ist im Coming. Ich habe ja die Hoffnung, dass die Herr der Ringe-Filme irgendwann wieder im Prime sind. Kann ich den Herr der Ringe-Abend machen? Als Watchparty. Wobei, wer hält so lange durch? Ihr seid Angrill, oder? Ja, die bin ich. Mhm. Entschuldigt, aber kennen wir uns? Euer Gesicht ist mir unbekannt. Ich bin euer Freundin Biddy in Bevern begegnet und... Ha, sie hat aufgegeben, richtig? Wusste ich doch, dass dieses graue Mäuschen nicht mit mir mithalten kann. Ich weiß schon genau, wofür ich ihr Geld ausgebe. Ich werde mir dieses fantastische Aegis-Kleid kaufen. Also, eigentlich ist sie tot. Tot? Hm. Nun, das tut mir leid für sie. Sie hat die Wette wohl verloren. Wartet, habt ihr mit ihr gesprochen, bevor sie starb oder danach? Danach. Sie meinte, ihr hättet einen gemeinsamen Zauber gewirkt, der sie in Nirn festhält. Ich schätze, ich kann mich mit ihrem Gold und dem Geschmack des Triumphs trösten. Betty, ich erkenne an, dass ihr verloren habt.
Ich entlasse euch aus unserem Vertrag. Okay. Ihr wollt mein Geld für ein Kleid ausgeben. Muss sie aber einschlagen wie eine Atombombe, weil die drei Herr der Ringe Teile sind ein gewaltiger Meilenstein. Schwer daran zu kommen. Ich bin eifersüchtig darauf, wie gut ich aussehen werde. Primal allein für die Rechte ist 250 Millionen geblecht. Wir beide haben ja gut. Herr der Ringe ist halt geil. Wisst ihr, wie lange ich nach euch gesucht Ja, ich weiß, habe? Wie lange ihr nach mir gesucht habt. Wisst ihr das denn auch? Rotkrein in Dunkelwach, das ist das eine. Das will ich aber noch nicht machen. Natürlich, da gibt es auch keine Schnellreise hin. Okay. Krieg ich hin. Also wie gesagt, die Bücher kriege ich nicht vollständig, aber die letzten vier Bücher kann ich dann auch so suchen. Wäre jetzt kein Problem. Die kann ich auch offscreen suchen. Wir Schluck sind jetzt kein Weltuntergang. Höre ich ein Dolm? Ja, den habe ich aber schon gemacht. Habe ich schon gemacht. Aber da hast du richtig gehört, huch. Dahin, ich habe mein Reittier geschickt. Wie blöd kann man sein? Hä? Achso, weil ich geschlichen bin. Da oben muss ich hin. Konnte ich das denn beim letzten Mal vergessen? Achso, vielleicht sollte ich runtergehen. Ich komme da nicht über die Mauer. Bitte, muss ich doch mal mitdenken. Ich komme doch da nicht über die Mauer. Und runter. Okay, ich bin erstmal in den Tod gesprungen. Egal. Klappt trotzdem. Hi. Gibt's hier noch irgendwo ein Buch? Nee. Schade. Gab's den zweiten Zeiler in Büchern? Weiß ich tatsächlich gar nicht. Also ich meine nicht in den drei Hauptbüchern. Aber es gibt ja noch unzählige andere. Weil da weiß ich es tatsächlich nicht. So, ich bin auf gute Nacht euch gewünscht. Danke, Daki. Und danke, dass du noch da warst, dass du den anderen geholfen hast. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Weil man muss auch betrachten, wie gewaltig Tolkien das Universum aufgebaut hat. Weil das Peter Jackson nicht alle Rechte für die Hobbit-Teile von Tolkien zu Sohn bekommen hat. Weil dann wären sie, glaube ich, noch ein besseres Buch rübergekommen. Als Filme, wenn man die Bücher nicht kennt, sind sie Bombe. Das stimmt. Das stimmt. Die Bücher sind schon gut. Nicht ohne Grund sind meine Lieblingsbücher. Die werden auch gehegt und gepflegt in meinem Regal. Der Ring ist halt einfach nur geil. Ja. Ja. Ich freue mich auch schon, wenn ich mit euch mal einige Spiele davon spielen kann. Muss in die Richtung. Die Frage ist jetzt, na, ich gehe mal lieber damit drauf. Wie ich euch schon sagte, einfach anklopfen und fragen, ob ich helfen kann. Alles klar. Wie gesagt, es war halt vorhin, ne? Ich dachte halt einfach, okay, nicht, dass ich störe. Wir siegen. Aber trotzdem vielen, vielen, vielen lieben Dank. Nicht sterben.
Wahrscheinlich mache ich das jetzt hier gerade komplett sinnlos, weil ich da gar nicht so rüber muss. Egal. Ja, ich muss darüber. Ja, unnötig. Dann gucke ich mal kurz da, ob dein Buch ist. Nee. Kannst du John Wick teile? Tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht. Nie gesehen. Ich weiß, dass Frisches sie gesehen hat. Glaubt er. Doch. Ich meine, hat er sie gesehen. Fand sie, glaube ich, sogar recht gut. Yay, wir haben alles außer die Bücher. Wie gut ist dein Englisch? Beschissen? Mein Englisch ist beschissen. Hier ist ein Buch. Wir brauchen nur noch 3 Bücher. Aber das weißt du eigentlich auch, Hybrid. Du weißt, wie mein Englisch ist. Mein Englisch ist under old pick. How much Uhr? Ja, so in der Art. Can you reden English with me? Statt Englisch. Nee. Ich schick dir mein Bild, aber dafür sollte es reichen. Ich schätze nur zu Yellow from the Egg. Mein Englisch ist beschissen. Was kannst du mit mir nicht machen? Mein Englisch ist scheiße. Egal, ich versuch's. Da muss ich einmal hin. Da kann ich noch eine Quest abgeben. Aber hey, wir sehen heute wenigstens noch das versprochene Gebiet. Ja, passt doch. 3 Bücher. Die kriege ich. Oder die soll ich locker zusammenkriegen. Vom nächsten Stream. Na gut, vom nächsten Stream vielleicht nicht, aber. Sind wir WhatsApp geschickt. Okay. Ja, ich gleich mal. Wo ist die Person? Da. Manchmal bin ich blind. Hallo. Genießt ihr das Fest? ich habe dieses Halsband gefunden. Gehört es euch? Der kleine Otzo. Bin auch erstmal weg. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Stream. Danke, Flamur. Dank. Und schön, dass ich du da warst. Nicht, wie er sich so verlaufen konnte. Und einen schönen Freitag dir morgen. Belohnung. Oder heute. Besser gesagt. Ich muss das einmal wegklicken. Ja, okay, dafür reicht mein Englisch wirklich. Gute Nacht! Gute Nacht! Ja, das ist gut. Ja. Ich sag ja, dafür hat das Englisch dann doch gereicht. Es ist gut, euch wiederzusehen, Freundin. Ihr werdet immer ein bisschen. Mal sehen, ob ich das andere Bild noch finde. Okay. Ich hab schon wieder Auswahl. Königin Iron sagt, ihr könntet mich in den Hafen von Antwort bringen. Die Königin? Natürlich können wir das.
Wir werden sofort nach Antwort aufbrechen, wenn ihr bereit seid. Wo ist euer Schiff? Dort, wo wir es gelassen haben, hoffe ich. Kommt und trinkt mit schön, mir. Dass ich wissen. Es bringt Glück, vor einer langen Reise ein Gläschen miteinander zu heben. Es soll Glück bringen, okay. Gut. Sonst könnt ihr uns in Vulkelwacht treffen. In Ordnung, ich habe Zeit für einen kleinen Schluck. Wie wäre es mit einem kleinen Spiel? Wir trinken um die Wette Glas für Glas. Wenn ihr gewinnt, reist ihr in eurer eigenen Privatkabine nach Antwort. Aber wenn ich gewinne, wascht ihr die ganze Reise lang unsere Klamotten. Abgemacht. Wenn ihr die Getränke bezahlt, mach ich mit. Ha, einverstanden. Nicht lange schnacken. Kopf in den Nacken. Nacken. Apropos Nacken. Mein Quartiermeister mag seine Kragen schön steif. Ich mag's auch steif. Ich bin bereit, wenn ihr es seid. Wie ich schon in meinem Buch Damen in Grün erwähnte, sind die Waldelfen von Natur aus geheimnisvoll. Denkt daran, wenn ihr das nächste Mal eine seht, die sich für eure höchst privaten Briefe interessiert. Ich hab Fragen. Okay. Dann bitte zurück zur Vulkelwacht. Will ich wissen, was passiert ist in der Zeit? Dass wo man steife Sachen schön finden, war mir klar. Ja, ne? Weiß gar nicht, wie das kommt. Oh, da muss ich hin. Seid ihr bereit, in ein neues Gebiet aufzubrechen? Reisende, habt ihr einen Augenblick? Komm endlich in eine andere Gegend. Aber irgendwie fehlt mir das Land jetzt schon hier. Mein Kopf fühlt sich an, als ob ein Donnerkäfer darin herumrennt. Aber ich habe unseren Wettbewerb gewonnen. Oblan wird euch die Wäsche bringen. Jeden Morgen. Okay. Ich nehme euch beim Wort. Ich erinnere mich nicht wirklich. Seid ihr bereit? Und könnt ihr aufhören, so laut zu denken? Hat den Kater. Kater. Ich bin bereit, da Antwort aufzubringen. Gott, war das schlecht. Ja, ja. Könnt man dann schlicht die Katze ab den Kater. Warum lache ich darüber? Ich habe keine Ahnung. Gradwald! Wir kommen nach Gradwald, Leute. Gradwald, weiß ich gar nicht. Ich glaube, das war ein Gebiet, was mir gar nicht so sehr gefiel. Okay. Wenn es das Gebiet war, was ich denke, dass es ist. Ja, ich glaube, das war so leicht dschungelähnlich. Eldenwurz. Oh, 8 Quests gibt es hier nur. 10 Wegschreine. Wieder 6 Dungeons. Hort. Der Hort. Marcelok. Okay. Antwort wird von Piraten angegriffen. Nein. Schlimmer noch. Sie sind durch unsere Bullaugen geklettert und haben den Rumpf aufgebrochen. Ich werde das Deck mit ihrem Blut schrubben. Oh, sie denken wohl, sie können noch mehr Löcher in meinen Rumpf schlagen? Ja, oder haben scheinbar. Die Reparaturen an den letzten erst beendet? Was kann ich tun? Wir können in Kiel nicht flicken, solange Saboteure in der Nähe sind. Aber wir haben in der Nähe eine Soldatin gesichtet. Wohl eine Khajiit der königlichen Garde mit ein paar Flüchtlingen. Wir werden uns die Piraten vom Hals halten. Mhm. Geht ihr zu dieser Soldatin und schaut nach, ob ihr den Flüchtlingen helfen könnt. Ich werde mit der Soldatin reden.
Das hat Plumps gemacht. Dimitri. Nein. Will ich nicht? Dieses Schiff. Die Vagabund, nicht wahr? Ich habe Geschichten über ihren Kapitän und die Mannschaft gehört. Wenn die Dinge nicht so schlimm ständen, würde ich sie gerne treffen. Was ist hier geschehen? Ich bin mir nicht sicher. Fürst Gareschri. Aber wir machen jetzt auch nicht mehr so lang. Wahrscheinlich machen wir hier auch gleich aus. Dann haben wir nämlich eigentlich den perfekten Cut. Die Stadt von Piraten angegriffen. Für das nächste Mal. Wir arbeiteten mit den Fischersleuten zusammen, um den Einheimischen bei der Flucht zu helfen. Ja, die sind beide gut. Sind beide sehr, sehr gut. wer hat Antwort angegriffen? Die Dolen. Eine Piratenbande, die an der ganzen Langküste ihr Unwesen treibt. Aber wie konnte ein einzelnes Piratenschiff so viel Schaden anrichten? Sie hätten die Stadt nie im Leben einnehmen sollen und schon gar nicht so schnell. Kann ich irgendwas tun, um zu helfen? Der Sprecher hoffte, General Endare zu finden. Aber es gab nicht die geringste Spur ihrer Garnison. Er sieht es als unsere Pflicht an, die Stadt zu verteidigen. Aber wir sind zu wenige. Bitte, findet Fürst Gareschri. Helft dabei, Gareschri? Ein Volk von den Piraten zurückzuerobern. Wo kann ich Fürst Gareschri finden? Ich weiß es nicht. Zumindest nicht genau. Ich weiß nur, was ich zu beschützen habe. Aber Fürst Gareschri sprach mit einigen Flüchtlingen, bevor er ging. Mit dem Händler Naharil und Kurinwe, die Fischersleute anführt. Vielleicht wissen sie es. Ich werde herausfinden, was sie wissen. Okay. Ja, damit haben wir aber auch ein gutes Stückchen geschafft. Auridon fast fertig. Wie gesagt, es fehlen 3 Fische. Zahnbrecherinne. Ah ja, ein Typ mit einer Zahnbrecherinne brauche ich noch. Da werde ich dann nochmal reingehen. Gruppenwagen, das in der Zahnbrechermine. Vernichte Blutwurz und ihre Wächterin in der Zahnbrechermine. In der Zahnbrecherinne. Anglerin von Auridon. Das muss ich auch noch machen. Dann hätten wir das zumindest auch fertig. Ich liebe sie, weil sie halt einfach alle wahr sind. Von Kandelf habe ich einfach irgendwie schon mal gedroppt. Ja, so ein Kumpel sich mit mir verabredet hat und ich durch einen Zufall etwas später kam. Er meinte nur so, bist recht spät. Und ich mir so gedacht, jetzt in dem Moment Zauberer kommt nie zu spät. Doch genau dann, wenn er so absichtlich ist, er hat so hart gefeiert. Da kannst du lachen. Ja, das Froschus und ich können das auch. Wir können das auch echt gut. Gradwald. Wurzelbruch. Zählung fortsetzen. Ja, als nächstes erwarten uns dann hier diese Gebiete. Wird lustig. Aber wir haben das erste fast komplett fertig. Wie gesagt, es fehlen noch ein paar Einzelheiten. Aber das sollte kein Problem werden. Ein kleiner Teil von der riesigen Map. Wahrscheinlich bis wir beim aktuellen Content angekommen sind, der ja hier ist. Das ist ja der aktuelle Content. Gibt's wahrscheinlich hier schon überall
vereinzelte Gebiete, wo man denn schon wieder hin kann. Inklusive haben wir ja hier auch noch die ganzen Gebiete. Ah ne, das ist das Wohngebiet. Ne? Wo wir auch noch hin müssen. Also passt. Passt, passt. Aber für heute ist erstmal Schicht im Schacht. War ja lang genug heute. Ja, ich würde gerne jetzt beenden. Ich habe mal schon auf dem DC gemacht für Serien und Filme. Wollte ich die erst noch auftragen, aber... Naja. Fliege. Das war ekelhaft. Jetzt ist vor meiner Nase rum. Mehr Sitze reitet hier, reitet mir am Vorhin auf. Okay, und für was? Für wie?